Herzlich willkommen zurück zum Haus Gudendorp und unserem Herzog Georg. Mein Neffe Timo ist schon lange begeistert von einem der Hausritter. Nachdem er ihn endlich persönlich kennenlernen durfte, wiederholt er die Worte des Ritters gebetsmühlenartig. Ja, es ist schön, dass er fleißig wird. Wir haben hier ein Riesenproblem aktuell. Die Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einer hochwohlgeborenen Fürstin in Perle und Seide gemacht habe. Emerick, ich gehe stark davon aus. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Die Spione meinen, der Adlige führt sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. So, wir sind treuherzig und sagen danke, dass ihr mich davon in Kenntnis setzt. Und wir gehen jetzt mal in die Offensive. Und komm nicht rechtzeitig weg. Und jetzt meldet sich der Papst. Ich habe kürzlich von eurem Streit mit Prinz Velimir von Presbodok gehört. Diese höchst verachtenswerten, vorlauten Ausrede für einen Mann. Angesichts unserer gemeinsamen Interessen bin ich mir sicher, dass wir gut miteinander auskommen werden, mein Freund. Und der Papst wird dadurch mein Freund. Und heute bekam mein Neffe Timo von Berengar eine Lektion im Umgang mit Vasallen. Es war notwendigerweise ein recht vielschichtiger Lerninhalt. Doch vielleicht überstieg er etwas die Möglichkeiten von Timo. Meine Untertanen wollen nur mein Bestes. Ich werde meinen Untertanen rundheraus vertrauen, damit wir das Reich zusammen aufbauen können. Ja, diese Familie besteht aus Treuherzigen. So. Wir werden uns jetzt Gold vom Papst holen. Wir werden unseren Sammelpunkt verlegen nach Oldenburg in Holstein. Auch wenn es das noch nicht gibt. Als nächstes werden wir uns die Schade. Ich dachte, wir könnten uns die Söldner holen. Wir haben einen neuen Bischof, okay. So. Hat die. Was? Da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Gräfin Vjekoslava nutzen könnte, um nötigenfalls eilige Botschaften an mich zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in die Residenz von Presbodok bringen?
Komm, was soll's. Ja. Da habe ich noch eins. Jetzt haben die auch noch. Mein Papst Callistus hat mich mit einem Besuch beehrt und mir einen seiner Höflinge mitgebracht. Wohlan, Herzog Georg. Es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Dithmarschen gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Clemente. Ja, sehr guter Mann. Eurem Hof nützlich sein könnte. Er ist ein ungeheuer talentierter Gelehrter und der klügste, von dem ihr je lernen werdet. Ich würde ihn ja gern selbst beschäftigen, doch leider scheint dies unmöglich. Es wäre mir so unrecht, wenn sein großes Talent verschwendet würde. Warum nehmt ihr ihn nicht auf und entfesselt sein wahres Potenzial? Er gib her. So. Mein Sohn wird rauflustig. Gräfin Wjekoslawa ist tagtäglich betrunken. Dies hat zwar einige Möglichkeiten eröffnet, mehr über Prinz Wilimir in Erfahrung zu bringen, doch sonst ist die kaum zu etwas gebrauchen. Auch zu saufen. Zumindest so lange, bis wir in dem Komplott sind. Geh mir nicht auf den Keks mit einem Turnier. Er will immer noch nicht. Das wäre immer schlimmer. Ich hebe die Hand, um Irmgard von der anderen Seite der Halle zu mir zu rufen. Doch meine Schwester wirft mir nur einen peinlich berührten Blick zu und eilt davon. Meine enge Familie wurde gegen mich aufgehetzt von diesem widerwärtigen Arsen. Namens Lambert, mein Bischof. Was bist du eigentlich für ein Kasper, Alter? Er hat es sich zur Angewohnheit gemacht, meinen Verwandten Lügen ins Ohr zu flüstern, wenn diese ihn um geistliche Führung ersuchen. Angeblich sei ich ein böser Herzog und daher verfluchten die himmlischen Mächte unser Haus. Ja, genau. Ist klar, ich trete jetzt hier auch noch irgendwelchen Turnieren bei. Die Zeit ist gekommen, meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen. Was? Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Der Plan ging auf. Prinz Wedimir von Pressburg ist endlich tot. Auf alle Fälle gibt es jetzt einen Meumerit weniger, um den man sich Sorgen machen müsste. Zum Glück weiß niemand davon, dass ich an dem Verbrechen beteiligt war. So, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. So. Ja, schön. Diese Turniere sind für mich so uninteressant gerade. So, wir nehmen die Hauswache. Mehr Ritter. Umso besser. Heute bekam mein Neffe Timo von Berengar eine Lektion im Umgang mit Vasallen. Es war notwendigerweise ein recht vielschichtiger Lerninhalt, doch vielleicht überstieg er etwas die Möglichkeiten von Timo. Meine Untertanen wollen nur mein Bestes. Und auch er wird treuherzig. Was ist denn.
So. Häuptling Adi, ein unternehmenslustiger nordischer Abenteurer hat einen bösartigen Überfall auf Oberhäuptling Bratislav von Pommern in Gang gesetzt und im Zuge eines Überraschungsangriffs die Ländereien in Wolin an sich gebracht. Was sich so ungewöhnlich macht, ist der Umstand, dass diese Invasion einen religiösen Beweggrund hatte. Ali hat sich mit einem asatruschen Fanatiker namens Harkon zusammengetan, um eine Gemeinschaft von Kriegern ins Leben zu rufen, die sie die Jomsvikinger nennen. Die Gruppe nimmt für sich in Anspruch, die alten Wege durchsetzen zu wollen, und es wird zu diesem Zweck gegen Abrahamiten-Fürsprecher eines Wandels und rivalisierende Heiden gleichermaßen vorgegangen. Und dabei im gesamten Osterraum blutige Schneisen schlagen. Na, Halleluja! So, jetzt muss ich mal was gucken. Ja, wir müssen jetzt hier mit ein bisschen Morden arbeiten. Geil. Der Krieg ist verloren. Der Krieg ist verloren. Wir sind jetzt nur noch Graf. Und das wirst du mir büßen. Das wirst du mir büßen. Das wird er mir büßen, so wahr ich hier stehe. Es ist kein Geheimnis, dass ich daran arbeite, die vulgär italienische Sprache zu erlernen. Und es scheint unter den italienischen Bauern allmählich allgemein bekannt zu sein. Sie bezeichnen mich als Graf, der sich kümmert, was in der Tat sehr schmeichelhaft ist. Sogar niedere Adlige loben meine Bemühungen. Ich habe das Gefühl, dass meine Anstrengungen dafür gesorgt haben, dass Sachsen und Italiener näher zusammengerückt sind. Das ist ein Glücksfall, das passt schon. Ich habe eine Tochter, Bia. Ich schmunzle noch immer über einen Witz. Mein Ratsspitzel Olwen hat ihn bei der heutigen Ratssitzung gemacht. Und er war richtig gut. Da packt mich Bürgermeister Jasper am Arm. Lehnsherr, ich wollte schon länger mit euch reden. Ich weiß, dass ihr sehr zugeneigt seid. Doch im Ernst jetzt. Ein Platz im Rat? Es ist einfach nicht angemessen, die Meinung eines gemeinen, niederer Geburt über den Adel zu stellen oder auch nur daneben. Halt die Klappe. Für wen willst du ein Lösegeld haben? Für meinen Tutor? Na gut. Mein Ritter Egemar, der für seinen Hang zur Weidmannskunst bekannt ist, bringt Gerüchte über ein Tier mit, die in meinem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel aus der Grafschaft von Stade. Es heißt, man könne dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Hirsche streifen dort durch das Weideland. Spannend. Spannend. Ist das euer Ernst? Mehr ist gerade nicht auf dem Markt? Olwen und ich schlendern durch den Garten und lachen lautstark über einen Reim, den sie von einem Diener gehört hat, als Bürgermeister Jesper unseren Weg kreuzt.
Herr, ich möchte etwas mit euch besprechen. Hättet ihr einen Augenblick Zeit? Gesellt euch zu uns, das müsst ihr hören. Als die Echos der letzten Geräusche von Olven im Vogelsang untergingen, ist Bürgermeister Jasper so ernst wie immer. Nur langsam zeichnet sich in seinem Mundwinkel eine Art Lächeln ab, doch dann weitet es sich zu einem breiten Grinsen aus und mündet schließlich in einem dröhnenden Lachen. Das ist das Witzigste. Oh, ich habe mich in euch geirrt, Olven. Lasst uns zusammen etwas essen gehen. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt haben wir die Streitigkeiten im Rat beseitigt. Ja, den hätte ich gerne wieder. Ich bin eines Morgens auf dem Weg zum Gotteshaus, als mir Irmgard mit einem Beutel in der Hand begegnet. Verschwörerisch sieht sie sich um und öffnet ihn dann. Darin sind allerlei Speisen und Getränke. Es ist solch ein wunderschöner Tag. Kommt mit mir nach draußen, um einen morgendlichen Imbiss im Freien einzunehmen. Ich will noch protestieren, dass ich auf dem Weg zum Gotteshaus bin, doch Irmgard unterbricht mich. Gott wird auch später noch da sein. Diese Leckereien sind dann weg. Nö. Warte mal. Sekunde mal bitte. Nee, das ist mir zu wenig. Obwohl, wir würden dann... Wir könnten dann hier, ja, okay. Wir werden nicht nach Calais reisen. Ach, der ist zeugungsunfähig, na Halleluja. Bansleib, Bansleib, Bansleib. Ich werde dich aber trotzdem, ich werde dich mit Esclamont Carling verloben. Was macht die denn bei mir im Hof? Warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Ich würde den gerne auslösen, danke. Ja, da geht wenig. Mit dem Haus der Billunger. Ja, hier komm. Das passt. Die kannst du heiraten. Ja, ich bin so nett. Ich kaufe meine Höflinge frei.
Also nur andere Verbündete? Nee, nur mich. Ach nö. Ja, wir nehmen an, aber geh nicht hin. So. Der kleine. Moment. Der kleine Zwerg hier. Der kleine Zwerg. Der kleine Zwergenstaat. Timo ist erwachsen. Und da heiratet Gräfin Gisela von Dannenberg. Irgendjemand möchte Clemente umbringen. Na. Also ich möchte mich jetzt auf jeden Fall erstmal da. Was? Mathilde? Ach, die da, okay. Ist mir egal. Nee, das machen wir nicht. So, trotz all der harten Arbeit nichts. Es ist unmöglich, die vulgär italienische Sprache zu lernen. Ja, dann geben wir das auf. Na, wie ist er denn gestorben? Er wurde von einem Bären in Stücke gerissen. Nein. Gucken wir mal, können wir da was machen? Oder ist das auch zu klein? Das ist auch zu klein, auch Leute. Ja, dann zieht nach Hause. Dann zieht nach Hause, bevor ihr noch auf den Deckel kriegt. Und wir fragen den Papst nach Gold. Wir fragen den Papst nach Gold. So. Warte mal. Ach, er will seine Mutter auf den Thron bringen, damit er das erbt. Netter Versuch. Netter Versuch. Was aber auch nett ist, ist, wenn ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, kommentiert und vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und bis dahin würde ich sagen, macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann.